Wir benötigen ein Plastiklineal, einen Korken, einen Stern aus Papier, einen Zahnstocher und eine Wolle. Zur Durchführung. Der Zahnstocher wird in den Korken gesteckt. Nun versuchen wir, unseren Stern auf unserem Zahnstocher zu balancieren. Danach nehmen wir unser Plastiklineal und reiben es an unserer Wolle. Nehmen wir das Plastiklineal und geben es ganz langsam zu unserem Stern hin. Und wie ihr sehen könnt, bewegt sich unser Stern. Jeder Körper hat eine positive und negative elektrische Ladung. Wenn er beides in gleichen Mengen besitzt, dann verhält er sich elektrisch neutral. Es ist das Bestreben aller Körper und Stoffe, elektrisch neutral zu sein. Wird das Lineal an der Wolle gerieben, so laden sich beide Gegenstände elektrisch auf. Sie sind dann elektrisch geladen. Dabei gibt die Wolle Elektronen an das Kunststofflineal ab. Das Lineal ist dann negativ geladen. Es hat also zu viele Elektronen. Die Wolle ist positiv geladen, das heißt, ihr fehlen Elektronen. Gegensätzlich geladene Körper ziehen sich gegenseitig an, um sich wieder zu neutralisieren, das heißt, ihren Elektronenhaushalt auszugleichen.